Bad von mir. Und Sam, mir hat auch die Crit-Variante mit Dingens gefallen. Ich weiß nicht, ob ich mal damit so sehr mag, aber wir haben es nicht gesehen. Ganz am Ende des Games hatten wir erst Decks fertig und da haben wir nicht einmal gefightet mit Ladies oder dies. Aber war fairerweise auch ambitioniert, das Mitte zu blind picken und dann Yasuo zu werden von einem Yasuo One-Track, of course. Auch Ruffy, komplett an den Bro, komplett an den Gradagonias. Der war ein bisschen zu oft gegankt und tot. Ich werde zweimal geflasht und dann bin ich aus dem Game halt raus. Komplett an die beiden. Haben sie gut gemacht, ziemlich gut abused. Mir war der AP-Build, ich war nicht im Stream. Der AP-Build hat auch geklappt. Also du hast Damage gemacht, aber hat trotzdem physischen Schaden und er ist halt in jeglicher Hinsicht schlechter als der AD-Build. Also AD ist mehr Stacks, früher mehr Movement-Speed. AD ist einfach besser. Der AP-Build war mehr für die Memes. Bei mir ist einer im Spiel Force and Gauntlet gegangen. Mega interessant, ne? Später hast du so viel True-Damage und Stack-Damage, dass du nicht unbedingt Crit oder AD überhaupt brauchst. Also vielleicht einige Tank-Items wie Gauntlet gar nicht schlecht. Komm aber mal Teemo, kein Bock auf Adam. Nicht Adam, Allen. Wir haben jetzt einen Singed-One-Trick in Q, wir haben einen Rengar-One-Trick in Q, wir haben jetzt einen Teemo-One-Trick in Q, wir haben einen Yasuo-One-Trick in Q, wir haben einen Bard-One-Trick in Q. Wir können uns eigentlich alle One-Tricks einmal bannen in einem Team und vielleicht hast du eine Free-Lobby, lol. Alles besser als Singed-One-Trick. Das Hinge-Water-Game haben wir gewonnen. Wir stehen heute jetzt 3-1 oder so, ne? Ein Game verloren mit Smolder gerade, die anderen Games gewonnen. Not bad. Breaking 4 Wins to Challenger. Can he do it? Can he get the 4? Also, nach aktuellem Stand ist ja nur eine Frage der Zeit. Ich muss bloß ein paar Games spammen. Wir kommen sehr gut durch, Leute. Wir kommen wirklich sehr gut durch. Wir haben sehr gute Winrates und gute LP. Vielleicht nicht First Time Smolder spielen oder so. Ist der Clap nochmal leichter. Aber ja, wir kommen sehr gut durch, auch mit ein bisschen Spaß. Also, alles gut. Hast du mal gegen Adam gespielt? Solo oder Pro-Play? Ja, sowohl als auch. Sowohl in Pro-Play. Wie auch in Scrims, wie auch in Solo-Queue gegen Adam. Sogar in Korea gegen gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Warum keine Camille? Wir haben Camille-Games. Bloß nicht so viele. Ein Camille-Game hier gespielt mit Fiora, mit Sustain-Camille. Und ein Game hier gegen Gragas mit Sustain-Camille. Nach dem Bass habe ich sie zweimal gespielt. Ist immer noch sehr viel schlechter als letztes Jahr. Wir müssen hier leider Blindy picky. Wer bannt Fiora? Welchen Champion spielst du, wenn du Fiora bannst, Chat? Was kommt auf mich zu? Hoffentlich kein Irea, kein Yone, alles andere ist mir scheißegal. Natürlich gibt es viele unangenehme Matchups für Aatrox, Blindpick, aber Irea, Yone sind die beiden schlimmsten. Weil wenn er Ignite spielt, werde ich leiden. Das haben wir in der LEC auch gesehen. Da hat sogar Irrelevant, ein sehr guter Toplaner aktuell, auf die Fresse bekommen von Kabushard. Aber ja, ist fein. Wir kaufen einfach wieder ein bisschen im R im Early Game. Können Mercs rushen oder Hextracker rushen, beides fein. Je nachdem, wie viel Gold wir haben. Der gleiche Rumble von gerade eben und auch der gleiche Jungler von unserem Team gerade eben, der mich reporten wollte für meinen Smolder First Pick. Akabane war wütend. Und jetzt hat mich wieder auf meinem Aatrox, also sollte eigentlich nicht wütend sein. Wir kriegen Early Game hart auf die Fresse. Rumble gegen Aatrox ist halt so. Und dann auch keine MR mehr in Runen drin, weil es halt keine MR mehr in Runen gibt. Also kriegen noch mehr auf die Fresse als für gewöhnlich. Aber ich hoffe, mein Early Game, wenn ich so 10, 15 CS behind bin, vielleicht bin ich einmal gesolo killed oder einmal gedived. Und danach sollte ich fein sein, hoffentlich. War mal wieder Garen Gaming. Ist nicht so gut. Also nicht als Blind Pick gut und auch einfach genervt, weil Stridebreaker schlechter ist als vorher. Aber er wurde halt sehr hart gebufft über seine W, weil halt so genervt war. World Games hat mir fette Kompensationsbuffs gegeben, weil er so weak im Vergleich zu letztem Jahr war. Von der Garen Gaming als Counterpick zu Kessante oder vielleicht gegen einige Tanks oder gegen Jax. Garen ist immer lästig. Du kannst Garen auch einfach blindpicken in Lower Elo safe und competitive. Obwohl ich gar nicht weiß, ob ich in Solo nicht auch Garen High Elo einfach blindpicken kann. Weil der beste Counterpick, der dagegen existiert, ist Camille. Camille ist ziemlich weak ohne Wände. Maybe. Vielleicht fangen wir Garen einfach mal blindpicken, mal gucken. Wir Rumble mit Comet, Scorch, Ignite, also er ist sehr laning fest Fokus. Ich bin viel, viel schwächer in Lane. Manche Arthur so spielen deswegen dann gegen Rumble sogar selbst Comet, um gegenhalten zu können. Ich persönlich bin absoluter Hater dieser Strategie. Ich wäre lieber im Early Game 10, 15 CS behind. Ich werde sogar lieber getötet, anstatt dass ich Comet spielen würde. Ist einfach zu useless. Lass mich hier reinpushen, den guten. Dann catchen wir die Bär von einem Turm. Dann können davon nichts hitten. Und Rumble kann überhitzen mich diven, by the way. Er kann mich hier 1v1 diven, wenn er will. Cayman abgeben auf jeden Fall. Wenn ich er will, würde ich diven auf so einer gestackten Wave. Kane ist sogar auch da. Rumble hat schon gequeued, das heißt, er kann nicht mehr 1v1 diven. Aber er kann auf jeden Fall zu diesem Move. Ist nicht zu helfen, aber ist auch nicht mein Problem. Also es ist schon mein Problem auch, aber ist nicht meine Schuld. Ich kann nichts machen, es hat Aatrox gegen Rumble. Das ist Early Game einfach. Kann sogar noch deutlich schlimmer sein als das hier. Ich hätte gedived, wenn ich Rumble gewesen wäre. Ich glaube, er hat gemisplayt. Ich hätte da sterben sollen. Naja, sind jetzt Passias behind. TP Advantage. Natürlich würde er wieder uns rauflaufen, weil ich hätte dich hier lieber basen sollen. Dodge mal den Comet mit der E. Mein letztes Game, als wir Aatrox gespielt haben gegen einen Ranged Magic Damage Champion, war es Cannon. Und dann haben wir recht früh zum Glück einen Ocean Drake gehalten. Das ist die so natürlich nicht möglich. Hextech Drake ist der erste, der spawnt. Haben wir das Sustain ganz gut durch mit Zackelwind und D-Shield. Lastet mit Spells und können natürlich auf der RBF hier wieder getaucht werden. Der Ward ist besser als der hier, weil wir Cannon dann früher sehen, aber ich kann auch über die Wand rüberkommen. Ich kann es nicht besser spielen. Am Junge! Ich kann es nicht besser spielen. Ich verliere so viel, Alter. Aber ich kann es nicht besser spielen. Man ist halt kein Counterplay dagegen. Wenn mein Jungler was anderes macht, hat Raptoren gekauft, der Jungler oder was auch immer gemacht hat, keine Ahnung. Er hat mich einfach gedived. Kann ich nicht ändern. Ist halt Slowpush into Dive. Mit dem Ignite gegen kein Ignite-Matchup. Counterpick, 10th Pick. Bin halt der Gnade meines Junglers da ausgeliefert. Wenn ich jetzt Akabana wäre vom letzten Game, würde ich schreiben: Report Mid oder Report Jungle. So wie ja letzte Runde, aber ich bin nicht so im Mental. 1-2-1 ist fein. Immer noch schlecht für mich, aber ja.
Ich kaufe auch ungern Mercs, aber was soll ich machen? Ist gut gegen Rumble. Jetzt als nächstes einfach Hextrinker und danach geben wir Profane Hydra. Das heißt, unser Power Spike ist turbo hart delayed. Durch Items, die wir kaufen müssen, aber wir müssen die Items kaufen, wenn wir überhaupt zu Gold und vor allem noch wichtiger als das zu XP kommen. Ich versuche zu baiten. Versuchen wir noch zu baiten. Ich baite, I'm baiting. Weil er nicht den Zugriff auf Lee Sin finden könnte, Lee Sin. Ich bin immer noch One-One schwächer als er, weil er halt Dinge hat, ne? Die Ignites. Ich weiß, wir können jetzt nicht so spielen, als wären wir stärker als er. Wir müssen ihm die Wave trotzdem geben. Ach, es ist ja so anstrengend zu spielen. Ken ist einfach da geblieben. Was soll ich machen, Leute? Das ist einfach so sad. Okay, wir kriegen hoffentlich irgendwas anderes. Ach, ich kann nichts machen, Mann. Wenn die so weiterspielen wollen, dann spielen die so weiter. Ich kann weder die Wave von einem Turm laufen lassen, weil ich dann gedived werde, noch kann ich sie vom Turm halten, weil ich dann auch sterbe. Noch kann ich den Slowpush zulassen, weil sie mich dann auch diven. What do you do? Rumble hat kein Fleisch, aber es ist schwer zu kombo, wenn er Swifties hat, ne? Mal gucken, ob wir dürfen. Oh nein. Er wird doch zurückgezogen. Oh, das war echt close. Ich musste beinahe verflashen. Er kann wieder die Wave killen, dass ich nichts kriege von dem Kill. Jungle! Ich liebe Jungle. Wir kriegen Voidcaps dafür, das ist schon fein. Guter Run von Orianna. Boah, sicker kennst du vom Handshake. Er steckt in mir. Na gut, schade, dass wir Voidcrab nicht ganz bekommen. Ist okay. TP, wir verlieren nicht wirklich viel dafür, haben wir unsere Platte nicht geholt, leider. Okay. Weil Smolder scaled gut. Für Ken ist halt monsterfett, aber das ist halt ein Jungler. Gerade Assassin, Jungle auf der Feller, die sind eigentlich jede Runde monsterfett, was extrem suckt, weil wenn jetzt Ken Topline kommt, bin ich einfach wanted in einer Combo, ne? Ich hab halt nur MR. Boah, die scrollt doch. Ich hab Kano noch auf Plate. Aber er stirbt trotzdem nicht. Er stirbt trotzdem einfach nicht, aber ich stirb auch nicht. Okay, Toplane ist nicht balanced und die Darken sind nicht balanced. Boah, ich hab's so gesmurft. Ich hab Renata gekillt, dann gesidestepped gegen alle Spells, die sie hatte. Und dann noch Kane beinahe gekillt und er stirbt sogar 1000. Oh, das ist so big. Das ist so ein big play. Erstmal, oh, das ist so big. Das ist so gigantisch. That's what she said. Oh, das ist so fucking gut für uns. Oh, das macht mich so glücklich. Oh, das macht mich so glücklich. Überfällt mein Team, dass wir noch den Kill geholt haben. Ist huge. Ich kann Kane aber trotzdem nicht killen. Also, wenn Kane auf mich raufgeht, der ist zu mobil und will auch in mich reinjumpen halt. Und ich kann kein Damage dann auf ihn machen, um hoch zu livestreamen. Er hat auch schon zwei Items fertig. Also, ich hab zwar auch, ich hab genauso viel Gold wie er, probably, aber ich habe halt Mercs und Hextrinker damit gekauft. Also, keine guten Stats gegen einen Kane. Obwohl er fairerweise auch ein bisschen Magic Damage macht mit seiner Shadow Form Passive. Banger Game, Alter! Oh, ich kenne ihn. Oh, ich hab das gesidestept. Kane ist gleich da, ne? Ja, ich kenne es nicht da, Aber der Typ hat Damage auf mich. Und davon leider nicht zu wenig. Aber die kommen von Orianna, ist crazy sick. Und mein Follow-up ist auch geil. WP? Holy fuck. Kriegt direkt einen WP vom Mensch. Also ihre Ult. Plus meine unsichtbare Q über die Wand, weil die haben mich nicht gesehen. Das wäre Double Knockup von uns beiden instantly. Richtig sexy von uns beiden, Alter. So Lanes poppen auf, Alter. Nice. Ich kann Orianna nicht sterben lassen, das wäre illegal. Wenn Turm nicht bekommen an lokalen Gold, ne? Das war E-Wing-Shutter. Und wenn den ganzen. Oh, der Turm lebt noch. Oh, das ist ja huge. Dann kriege ich den jetzt. Oh, mit Smo da geschert, das ist perfekt. Hätte nicht besser sein. Hätte nicht besser laufen können, außer wenn Orianna halt nicht stirbt. Aber dafür ist Kane auch geflasht, glaube ich. Echt, hätte besser laufen können. Ich habe meine Qs auf Twitch gemisst. Die musste selbst noch flashen, was keiner blowt. Ja, ein Team springt da, dass wir für Turret spielen sollen. Die beiden Teams haben beide keine Drakes, also. Und Turrets ist ziemlich das Wichtigste, um das Game zu snowballen. Aber wir brauchen keine Armor-Pin in dieses Game. Natürlich lohnt sich Cyrildas trotzdem. Ich glaube, wir gehen Morn, jetzt gehen wir das Dance und dann gehen wir Last Item Cyrildas. Wir sind so gefeedet. Ich könnte auch Deathcap gehen, JL gehen. Wäre nicht so nice, JL zu gehen, wenn ich keine Stopwatch kaufen kann, leider. Ich darf nicht sterben, ich bin 1000 Gold wert. Der Alien macht nichts gegen mich. Wenn ich Kane sehe, kann ich einfach nach vorne steppen. Gut
Oder weißt du nicht, was Edge of Night macht? Oder bist du... Also ich kann nicht sterben. Ich kann einfach... Also auch wenn der Edge of Night nicht da wäre, ich würde einfach mit Dingen spielen, mit Morschild. Ich kann nicht sterben. Liebe den Soundbug, ich hasse den. Der ist seit Azir Release in Game. Seitdem Azir Release ist, Leute. Das ist wie lange her? 2015? 2014 oder 15? World Games sind all den Jahren nicht gefixt. Killing spree. I am so fucking fat, mate. Ha. Und die Arthrox Games sind alle schnelle FFs. Aber ihr seht halt immer, das ist auch das Schöne an Arthrox. Das appreciate ich gerade an Arthrox gefühlt. Er hatte halt Schwächen, die er früher nicht hatte. Was den Champion allgemein cooler macht. Weil ich bin dann actually einfach weak as fucking Lane. Teilweise haben wir auch beide Male gecounterpickt. Aber im Lane-Facing werden wirklich immer einfach weak. Und danach braucht es halt einen guten Play und ich bin okay. Auch diese Runde wirklich gut gespielt. Bleibt auch an Orianna. Aros hat auch nie aus dem Game raus. Der Champion kann immer irgendwann irgendwas machen, right? Champion ist echt nicht schlecht.